Leute, herzlich willkommen zu einem Let's Play vom Holzfäller Simulator 2013. Ich bin der Anton und ich spiele das heute mit euch. Nur noch als kleine Info, es ist sozusagen ein fast blind Let's Play. Im Sinne von, ich muss es mir vorher schon einmal anschauen und nochmal die Grafiken und sowas runterstellen, weil es sonst zu langsam war einfach. Ihr seht hier schon, ich habe hier schon mal einen Baum gefällt und ich habe jetzt erstmal eine Aufgabe hier gekriegt. Es geht darum, also, ja, ich beginne einfach mit dem Holzfäller-Simulator selbst. Holzfäller-Simulator ist, wie der Name schon sagt, ein Holzfäller-Simulator, in dem man halt Bäume fällen kann und die dann weiterverarbeiten kann. Ich habe hier schon einen Baum gefällt. Unten links in der Ecke seht ihr, fast direkt über der Motorsäge, seht ihr kleine Tannen. Und ich muss 4 davon fällen, dann kriege ich was Besonderes. Unten rechts ein Radar, da muss ich mich hinstellen, dann die Leertaste drücken und dann fängt der schon von ganz alleine an zu sägen. Jetzt warten wir einfach und ja. Ich konnte jetzt leider keine so hohen Grafiken einstellen, da das sonst zu langsam wäre und oh, ja, cool. Sägt einfach mal schön ein bisschen Schärfe durch. Aber ja. Also anscheinend ist es noch sehr verbuggt, sag ich jetzt mal. Und macht es einfach weiter, wenn er fertig ist. Ich habe wirklich keinen Plan, was ich danach machen muss. Ich muss das jetzt einfach alles erforschen. So. Ich sitze hier gerade in einer Art Festival. Und da wird mir sozusagen nochmal beigebracht, wie man Let's Plays macht, sag ich jetzt mal. Und ja, ich habe jetzt hier, wie ihr seht, gerade den Baum gefällt. Es ist leider ein bisschen schade, dass die Grafiken wirklich so schlecht sind. Ja, sonst wäre es schon irgendwie ein witziges Spiel. Ihr kennt doch sicher auch den Goat Simulator. Also ich hoffe doch, das ist ein sehr gutes Spiel und es wäre schade, wenn ihr den verpasst. Könnt ihr euch erst auch mal auf Steam anschauen. Und ich habe jetzt gleich 3 von den 4 Bäumen gefällt. Muss dann gucken, wie ich weitermache. Ja. Die Grafiken sind, wie gesagt, ziemlich schlecht. Das ging nicht anders. Ich kann vielleicht nochmal irgendwie einblenden. Also ich muss gucken, ob ich mache. Aber vielleicht kann ich nochmal einblenden, wie das vorher war mit den ganzen Lags. Oder wie das so lange war. Und ja, das Spiel an sich ist eigentlich schon ganz witzig. Ich finde nur wirklich schade, dass man selbst nicht sägen kann. Also dass man im Sinne von, du musst mit der Maus diese Form machen, damit der Baum schön gesägt wird. Und wow, was war das? Ja, cool. Ja gut, also ich kann springen, ja. Und ich finde diese... Also ich finde, das Genre hier von dem Spiel ist mehr so für Leute, die auch so ein bisschen mehr Zeit haben, weil du halt hier richtig lange brauchst, um dann dahin zu laufen. Also es ist jetzt nicht so ein Spiel, wo du sagst, ich habe eine halbe Stunde Zeit, setz mich dahin und fälle 3 Bäume, sondern du musst halt erstmal dahin laufen von deinem Haus aus. Und wenn man das mal macht, ich habe das jetzt extra offscreen gemacht, wenn man das mal macht, dann dauert das echt lange, bis man dann überhaupt richtig beginnt. Deswegen würde ich es eher so an Leuten empfehlen, die auch schon so ein bisschen Erfahrung mit solchen Simulatoren haben. Und diese auch denken, ja, komm, ich habe Zeit, ich mach das. Weil sonst ist das wirklich nicht so schön für einen. Aber, ja. Ich kann sich jetzt leider auch nur einen etwas kürzeren Einblick geben, das heißt, ich habe nicht so viel Zeit, aber ich glaube, dass man schon so ein bisschen versteht, wie das funktioniert. Das reicht dafür. So, genau, ich mache jetzt weiter. Ich muss jetzt wieder gucken, ich habe jetzt hier unten so ein Questbook, kann ich jetzt gucken, die Bäume müssen weg, sei schnell, mach den Wald, das ist ja glücklich, okay. Das kann ich jetzt erstmal nicht machen. Ich habe nämlich gerade hier auf meinem Timer bemerkt, dass ich jetzt aufhören muss. Also vielleicht gefällt euch das Spiel, vielleicht
habe ich euch sozusagen zu einem Kauf angeregt. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich über ein Däumchen hoch freuen. Und wenn ihr sagt, irgendwie ihr habt noch Kritik, dann schreibt es einfach in die Comments. Und das war's. Bye, bye.